Sony bringt neue Fernseher auf den Markt. Dazu gab es im Vorfeld schon Gerüchte, dass sich der Hersteller von OLED-Bildschirmen verabschieden könnte. Wir hatten schon die Gelegenheit, einen ersten Blick auf die neuen Modelle zu werfen und verraten, was an den Gerüchten dran ist. Die ersten neuen Sony-Fernseher heißen Bravia 7, Bravia 8 und Bravia 9. Der Bravia 9 ist dabei der technisch interessanteste Fernseher und vermutlich auch einer der interessantesten Fernseher überhaupt in diesem Jahr. Sony verwendet beim Bravia 9 einen LCD-Bildschirm, allerdings mit einem technischen Aufwand, der bislang seinesgleichen sucht. Für das sogenannte Backlight, was jeder LCD-Bildschirm braucht, kommen wie üblich Leuchtdioden, also LEDs zum Einsatz, nur eben nicht wie bei günstigen LCD-Fernsehern nur im Rand angeordnet, sondern hinter der kompletten Bildschirmfläche. Da spricht man von der Direct-LED-Technik oder, weil in diesem Fall die LEDs sehr, 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 sehr klein ausfallen, von Mini-LED-Technik. Wir reden ja also hier von tausenden LEDs, die in der Rückseite des Fernsehers oder des Bildschirms eingebaut sind und den Bildschirm durchleuchten und damit eben die Bilder zum Leuchten bringen. Und diese Vielzahl an Leuchtdioden sorgt dafür, dass der Fernseher oder ermöglicht, dass der Fernseher die Helligkeit sehr genau passend zum Bildschirminhalt steuern kann. Das heißt, hinter hellen Bildschirminhalten leuchten die LEDs mit Volldampf sehr, sehr hell, während sie der Fernseher hinter dunklen Bildinhalten herunterdimmt. Das können günstige LCD-Fernseher nicht, was bei günstigen LCD-Fernsehern häufig zu einem etwas trüben und milchigen Bildeindruck führt. Das gibt es dann eben beim Bravia 9 nicht. Stattdessen einen sehr, sehr hohen Kontrast von sehr tiefem Schwarz bis zu extrem hellem Weiß. Und da verspricht Sony auch Helligkeitsrekorde und gleichzeitig einen perfekten Kontrast durch eine neuartige Ansteuerung dieser Mini-LEDs. Dazu hat Sony eigene Treiberchips entwickelt, die mit sehr viel feinerer Ansteuerung mit 22-Bit dieses Backlight besser regeln können als andere Fernseher zuvor. In Demos sah das bis jetzt schon sehr vielversprechend aus. Im Test werden wir dann sehen, was die Technik wirklich zu leisten vermag. Die übrige Technik ähnelt der vom Vorgängermodell Bravia X95L. Das heißt auch mit recht aufwendigem Lautsprechersystem, bei dem Lautsprecher einmal in der Unterkante des Bildschirms untergebracht sind und zusätzlich noch in der Rückseite des Fernsehers, die nach oben strahlen, um dem Klang einen räumlicheren Eindruck zu verleihen. Und ganz klar bei Sony-Fernsehern Ausstattung mit dem Android-Betriebssystem und Google TV-Benutzeroberfläche. Genauso wie beim Bravia X95L verpasst Sony auch dem Bravia 9 eine sehr gute Entspiegelung und sorgt mit einer besonderen Pixelansteuerung auch für einen großen Betrachtungswinkel, der beim LCD-Fernseher auch nicht selbstverständlich ist. Und wer jetzt angesichts der aufwendigen Mini-LED-Technik daraus schließt, dass sich Sony von der OLED-Technik verabschiedet, sieht sich angenehm überrascht. Denn das bisherige OLED-Flaggschiff A95L bleibt weiter im Programm. Der ist ja ohnehin im letzten Jahr erst vergleichsweise spät auf den Markt gekommen und wird dann weiterhin verfügbar bleiben, wenn eben die Maximalhelligkeit des Bravia 9 nicht zwingend gefragt ist und stattdessen wirklich perfekter Kontrast und stimmige Farbwiedergabe die größere Rolle spielt. Zumal der A95L dann etwas günstiger sein wird als der kommende Bravia 9. Außerdem gibt es dann einen noch günstigeren OLED-Fernseher und das ist dann der Bravia 8. Der erreicht mit seinem OLED-Bildschirm eine deutlich geringere Maximalhelligkeit. Die wird dann so um die 700, 800 Candela pro Quadratmeter liegen, wo eben auch vergleichbare OLED-Fernseher von anderen Herstellern oder eben der Vorgänger A80L gelegen haben. Und ansonsten bei der Ausstattung auch genauso mit Android-Betriebssystem und Google TV-Oberfläche, aber auch da mit einer einzigartigen Lautsprecherausstattung. Nämlich da bleibt auch Sony bei seinem Kurs, den kompletten Bildschirm als Lautsprecher zu verwenden. Bei OLED-Bildschirmen geht das, weil diese unglaublich dünn sind. Und da lassen sich also Lautsprechertreiber direkt auf der Rückseite montieren, die dann den kompletten Bildschirm als Membran verwenden. Es klingt abgefahren, hört sich aber richtig gut an und sorgt für eine sehr klare Sprachwiedergabe und seine sehr gleichmäßige Schallverteilung im Raum. Wer also hauptsächlich in dunkler Umgebung fernsieht, bekommt dann mit dem Bravia 8
einen vergleichsweise preisgünstigen Fernseher mit nahezu perfekter Bildqualität, mit tollen Heimkinoqualitäten, weil eben auch der Ton stimmt. Wem die Brillanz des OLED-Fernsehers Bravia 8 nicht genügt, wem aber der Bravia 9 zu teuer ist, der könnte mit dem Bravia 7 glücklich werden. Das ist wieder ein LCD-Fernseher, wieder mit Mini-LED-Technik, allerdings nicht ganz so abgefahren, nicht ganz so technisch ausgereizt wie beim Bravia 9. Und das heißt, auch da liegen wir mit der Maximalhelligkeit gut über 1000 Candela pro Quadratmeter. Wir haben einen tollen Kontrast, auch wenn die Mini-LED-Steuerung nicht so präzise erfolgt wie beim Bravia 9. Aber sobald der Raum nicht komplett schwarz ist, fällt das ohnehin nicht auf. Das heißt, für eine hellere Umgebung ist dann der Bravia 7 eine preislich attraktive Alternative zum Bravia 8. Preislich attraktiv heißt, zum Preis eines 65 Zoll OLED-Fernsehers Bravia 8 bekommt man auch etwa einen Bravia 7 mit LCD-Technik in 75 Zoll. Außer an der Bildschirmtechnik hat Sony bei seinen neuen Fernsehern auch an den Möglichkeiten zur Bildeinstellung gefeilt. Zum einen soll der Standardmodus, mit dem die Fernseher ausgeliefert werden, natürlicher aussehen oder näher an dem sein, wie Filme eigentlich aussehen sollen. Und wer das noch weiter perfektionieren möchte, findet eine ganze Reihe Bildmodi bei den Sony-Fernsehern, die sich exakt an dem orientieren, was Produzenten von Streaming-Anbietern oder auch von Kinofilmen in ihren Studios gesehen haben. Und dementsprechend sind die Modi auch benannt. Es gibt dann zum Beispiel einen dedizierten Netflix-Modus und einen Kinomodus und ganz neu und zum ersten Mal bei Sony-Fernsehern einen Amazon-Modus. Und der ist besonders raffiniert, weil er sich automatisch an verschiedene Inhalte anpasst. Wer also zum Beispiel über Amazon Prime auch mal eine Fußballübertragung guckt, sieht dann ein etwas knackigeres Bild, dann stellt sich der Fernseher auf etwas leuchtendere Farben und höhere Helligkeit ein, als wenn man jetzt über Amazon Prime eine Serie oder einen Kinofilm guckt, bei dem dann eben das Bild etwas gedämpfter aussieht. Das soll den Umgang mit den Fernsehern erleichtern und eben auch unter Alltagsbedingungen immer bestmögliche Bildqualität gewährleisten. Wer mit der Tonqualität der Fernseher nicht zufrieden ist, bekommt passend zu den neuen Modellen auch neue Soundlösungen von Sony. Da gibt es zum einen neue Soundbars, die dann passend auch Bravia Theater 8 und Theater 9 heißen und als Besonderheit sich auch gleichzeitig mit den Fernsehern betreiben lassen, sodass das Klangbild ein bisschen mehr in die Höhe geht und räumlich besser zum Bild passen soll. Und die Soundbars lassen sich auf Wunsch auch mit zusätzlichen Boxen hinter den Zuschauern ergänzen, um ein noch einhüllenderes Klangbild zu erzeugen. Und weil Soundbars zwar schon eine ganze Menge zu leisten vermögen, aber mit ihren Abmessungen dann doch eingeschränkt sind, bietet Sony mit dem Bravia Theater Quad ein 4er Lautsprecherset an, daher Quad. Das sind 4 relativ flache Lautsprecher, um die 20x20 groß. Die kann man an die Wand hängen, die kann man auf Stative stellen. Und die haben auch kleine Lautsprecher eingebaut, die zusätzlich nach oben ausgerichtet sind, um 3D-Klang zu erzeugen, etwa von Dolby Atmos oder DTS:X. Und 2 dieser Lautsprecher stehen dann eben neben dem Fernseher und 2 hinterm Publikum. Und das verspricht dann nochmals räumlicheren Klangeindruck und auch einen vollen und warmen Klang, eben weil die Boxen über vergleichsweise große Volumen verfügen. Es wird in diesem Jahr auch günstigere Fernseher von Sony geben, aber in den unteren Preisklassen hat der Hersteller bislang keine neuen Modelle vorgestellt. Was wir also bislang wissen, ist, dass das bisherige OLED-Topmodell A95L bis auf Weiteres im Programm bleibt. Und ansonsten gibt es 3 neue Modelle. Bravia 7 als einigermaßen bezahlbarer LCD-Fernseher mit Mini-LED-Technik, also sehr kontraststark, sehr hell und auch in großen Diagonalen nicht allzu teuer. Und darüber den OLED-Fernseher Bravia 8 mit einem OLED-Bildschirm, der gleichzeitig Lautsprecher ist und als neuen Überfernseher, der einer der interessantesten Fernseher in diesem Jahr werden dürfte, der Bravia 9 mit wirklich abgefahrener Mini-LED-Technik und LCD-Bildschirm.